So, ja. Hallo, da sind wir Das wieder. sind wir wieder Habt ihr uns zum schon vermisst? fünften Teil von, ja, was eigentlich? Siddiq. Das Buddeln. Das große Buddeln, genau. Hier wird nämlich ganz viel gebuddelt. Buddelschiff. Der eigentliche Hauptdarsteller ist nämlich die Schaufel. Eine Schaufel. So, wir haben ja aufgehört, dass wir in dieses komische Ding hier reingekommen sind. In diesen komischen Raum. Und da nehmen wir jetzt erstmal den grünen gravierten Stab mit. Der grüne, gravierende, pochende Stab. Sorry, falsches Spiel. So, da ist mir jetzt gerade ein Programm im Hintergrund abgerauscht. Noch einer dieser gravierten Stäbe. Deswegen war da gerade Pause zu sehen, aber egal. So, Also, Knopf. solange es nichts Wesentliches für die Aufnahme ist, kann man das schon mal gelten lassen. Fraps oder so. Und nichts passiert. Gut, Doppelzepter in der Mitte. Also, wir haben direkt neben dem Eingang wie so ein Lichtschalter einen kleinen gelben Knopf. Da drückt man drauf und nichts passiert. Und in der Mitte des Raums, über einem kleinen leuchtenden Punkt an der Decke, also direkt darunter, ist dieses Doppelzepter. Das sind einfach nur zwei, ja, Stäbe, Kristalle, sowas halt in der Richtung. Gott sprach, es werde Licht, doch erfand den Schalter nicht. Klicken wir das doch mal an. Die Zepter scheinen elektrisch geladen zu sein. Schau an. Na, da geht doch was mit irgendwelchen Kristallen. Platte. Hier ist noch eine Platte an der Wand. Sehr schön. Die sacken wir erstmal ein. Mitnehmen. So, was haben wir hier noch? Ein Riss. Schau dir doch mal den Riss an. Ich kann nach draußen sehen. Das ist schön. Hast du schon mal keinen Riss in der Nuss? Kommen Sie rein, So. können Sie rausgucken. So, und hier ist noch ein mattes Licht an der Decke. Was tut es? Es leuchtet matt. Doch so aussagekräftig. Okay, dann gucken wir mal. Was haben wir denn jetzt neu im Inventar? Also, ich lese nochmal das Inventar vor. Lupe, den Penultimate, also dieses Kommunikationsding, den Stoßzahn, die Taschenfunzel, den Kieferknochen, das Peilgerät, einen planfarbenen gravierten Stab, eine Schaufel. Ein Metallstab aus dieser Falle da, ne? Genauso wie den Brustkorb, den wir da aus der Falle gehabt haben. Brustkorb? Da Haben wir werden doch mit der da die. Falle nicht das Rattenviech? Genau, und damit quasi als Fallenkorb, wenn das Viech festgehalten wird, lag da so ein abgenagter Brustkorb. Ach so, das war keine klassische Falle. Nee, nee, das war sowas. Und das haben wir, habe ich halt eingesammelt. Ich weiß nicht, ob man es nochmal braucht, wahrscheinlich nicht. Dann ein purpurner gravierter Stab, die leuchtenden grünen Kristalle, diese Jo. Metallplatte mit der Gravur drin. Jo. Den roten gravierten Stab, den orangefarbenen gravierten Stab, den grünen gravierten Stab. Dann haben wir jetzt ein silbernes Zepter, ein Goldzepter und diese Metallplatte. So, und ich Die Silber glaube. und Gold stinkt, als müssten sie in das Doppelzepter ran. Den habe ich ja gerade her. Ah ja, ich benutze jetzt gerade mal das goldene Zepter mit dem matten Licht. Jetzt kommt eine Videosequenz. Das, Oh. da sieht man Planeten, wie sie durch die Gegend düsen und um einen anderen Planeten rumkreisen. Sehr aufschlussreich. Das ist ja sehr uninteressant. Hier irgendwas anklicken mit Planet. Jetzt sieht man den Planeten, wie er um, ah ne, den Mond, wie er um einen Planeten Planetengras. rumkreist. Jetzt hören sich aufhört zu drehen. Okay. Benutze Goldzepter mit großer Mond. Passiert nichts. Benutze Goldzepter mit. Was, Deckel? Nee. Probiert doch mal das Silberzepter. Ein kleiner Mond. Auch nicht. Oh, man kann die so. Ah, doch, man kann sie in eine Position bringen. Witzig wäre, wenn er jetzt aus dem Fenster guckt und sieht, wie sie sich wirklich so bewegen, aber. Bestimmt ein Rätsel, aber wir wissen nicht was und wohin überhaupt. Vielleicht soll man die alle in eine Linie bringen. Eine Konjugation. Ich nehme mal das silberne Zepter und klicke Jo. jetzt mal an den Mond ran.
die quasi direkt bewegen, wenn man die Maus da so hinhält. Mhm. So. Irgendwelche Unterschiede zwischen Gold und Silber? Meinetwegen, Gold macht nur auf der Bahn und Silber macht den Bahnradius größer und kleiner? Hm. Nicht. Hm. Also wir spielen hier die Version ohne Handbuch, weil Steam... Ah, ach, hier kann man beide bewegen. Aha. Den goldenen Zepter. So. Achten Sie auf das Zepter des Meisters. Hm. Also damit die angeleuchtet werden würden, damit man jeden quasi sieht, wäre das... So. Hm. Keine Ahnung, was überhaupt das Ziel ist, ne? Ja. Gibt's da irgendeine verständnisvolle Steintafel oder sonst sowas vom Eingang oder... sonst wo, dass man weiß, in welche Reihenfolge man sie bringen muss. Weil ansonsten ist das ziemlich arschlos hier. Ich meine, wir können hier Konjugationen herstellen und alle anleuchten lassen und sonst was, aber... ohne einen diskreten Hinweis. Hier, das muss da und das muss da sein. Kann man hier noch 2 Wochen sitzen. Hm. Hm. Interessante Idee, aber schlecht erklärt. Ja, das wäre eine Zepter. Mark. Ah, so rum war es. Okay, jetzt kommt eine Videosequenz. Da war ein Mond zu sehen, also so eine... Moment. Nein, warum geht die Tür zu? Er hat das Teil doch nicht schon wieder gestohlen, oder? Doch, ich bin hier drin gefangen. Also es kam eine Videos... Also... der, es musste so ein Halbmond zu sehen sein. Okay. Und dann, also du hast einen Hauptplaneten in der Mitte mit einem Mond und um diesen Mond kreist nochmal ein Mond. Ein Mond mit Mond mit Mond Mond. So yo, Doc, I heard you like moons. So we built you a moon with a moon moon. So, und jetzt musste quasi der Planet von der einen Seite, wurde sowieso angeschienen von der Sonne, da musste der große Mond zu sehen sein, also musste auch angeschienen werden von der Sonne, aber der kleine Mond nicht. Der musste quasi im Schatten des großen Mondes sein. Also mhm. zwischen dem Hauptplaneten und dem großen Mond. Dann kam jetzt eine Zwischensequenz, eine Videosequenz, wo zu sehen war, wie eine von diesen Parabolspiegeln, die dann diese Lichtbrücken machten, so aufflackerte. Umblende, das Rattenvieh klaut mal wieder das Stück Metall aus dem Ding und die Tür geht zu. Aha. Was für ein Handlungsfortschritt. Mhm. Anstatt die Handlung in epische Breite zu führen, ist es doch wieder nur ein besseres Fangen. Nun ja. So, haben wir jetzt noch irgendwas? Nee. Jetzt müssen wir erstmal rauskommen. Drück mal auf den Knopf. Licht aus. Ah ne, Tür geht auf. Noch besser. Convenient. Die Steuerung auf dieser Seite funktioniert noch. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt müssen wir ja eigentlich durch sein. Wir können das Rattenvieh ja jederzeit wieder aufstöbern. Na und wieder fangen und dann halt eben... Stimmt, das hat ja noch unseren Armreif oben, ne? Ja. Na, da braucht man ja einfach nur den Kompass, Lokator, Dingsbums und dann... fangen wir es uns einfach wieder. So, jetzt latschen wir mal wieder raus, also wieder in dieser komischen, selbstgebastelten Falle vorbei, die ja keine Falle mehr ist, weil ich die Hälfte davon weggenommen habe. Jetzt ist er in das Loch gelatscht, da solltest du doch gar nicht hinlaufen. Das Loch. Das ist aber kein sehr charmanter Kosename. Genau. So, du solltest hier hin. Hier so. Lichtung. Genau. Die Anfangslichtung? Oder eine andere? Eine. Warte mal, die Lichtbrücke hier hatte ich, ne? Keine Ahnung. Aber mit Lichtbrücken ist eine andere. Ist nicht mal unsere Ankunftslichtung. Genau, Lichtbrücke, so. Jetzt geh ich da mal rauf. Ist jetzt hier irgendwie noch mehr zu sehen? Nee. Nope. Planetariumsinsel. Die
Die wird sehr interessant, aber... Das machen wir ja rechts noch nicht, ne? Jetzt gehe ich mal rechts weiter. Da quasi so eine kleine gemeißelte Brücke über einen Wasserfall. Eine echte Brücke. Eine echte Brücke. Oh. Nein, doch. Oh. Was haben wir denn hier? Einen blauen Stab. Natürlich. Haben wir einen blauen gravierten Stab? Nee, das ist einfach nur ein leuchtender Stab. Gucken wir uns den nochmal an. Es ist ein leuchtender blauer Stab. Ach, freundlich zur Verfügung gestellt von der Beate Use GmbH. Spalt. Also hier ist irgend so eine große runde Scheibe. Ja klar, als ob ich meine Hand in irgendeinen Felsspalt auf einem fremden Planeten stecken würde. Ja, ist mal die aber klar. Dann leuchte mal in den Spalt. Das bringt nichts. Warum nicht? Versuch's es ja nicht mal. Eben. Wenn die Taschenfunzel weg ist, kann sein, dass die Taschenfunzel das mit Abstand unnützste ist, was man dabei hat. Wahrscheinlich muss man sie nur irgendwann wem über dem Regen ziehen. Nee, wir hatten das erste Mal benutzt, als wir durch den Tunnel da gelatscht sind. Achso, okay. Mehr ist ja hier nicht. Amol. Da hat die Schaufel sich schon als nützlicher erwiesen. Stimmt, apropos Schaufel, wir können noch mal die Schaufel hier. Genau. Mit Spalt. Einfach mal buddeln. So heißt ja auch das Spiel. So, buddel. Das geht nicht. Warum nicht? Streng dich mal ein bisschen an, Keule. Genau. So. Sie müssen sich zwingen. Stoßzahn mit Spalt? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Raus! Der Stoßzahn. Perfekt zum Rumstochern in tiefen Öffnungen. Es passiert was. Ich will jetzt wieder an den Wasserfall zurück. Also das soll ein Wasserfall sein. Klingt eher wie ein Rümpel, ne? Ja, klingt eher so wie ein Kiesabsturz. So, jetzt gehen wir mal hier oben zur Museumsinsel. Da könnten wir ja mal den Scully, Maggie Robbins, wie sie hieß, über unsere Fortschritte informieren. Vielleicht will sie ja mit uns reden inzwischen. Wir haben ja was gemacht. Achso, da war der Kram dran. Nee, das brauchen wir nicht. Stand auf Museumsinsel. Genau. Draußen. Gehe nach draußen. Danke. Jetzt gehst du runter. Jetzt haben wir jetzt einen Stab. Das ist ein diesen leuchtenden Kristall. Den können wir ja mit dem Kontrollpult da verwenden. Da waren ja noch drei Löcher. Jetzt da waren ja zwei leuchtende und ein dunkler dabei, ne? Genau, und noch drei Löcher. Also noch drei, okay. Genau, und irgendwie, warte mal. Wir können ja hier nochmal so einen grünen Kristall mitnehmen. Wenn die nachwachsen? Man sieht nicht, dass sie weniger werden. Das ist convenient. Es fühlt sich leicht nach Legend of Kyrantia an, ne? Ein wenig. Bunte Stäbe, leuchtende Kristalle. Rufknopf, genau. Drück da mal drauf. Da kommt die Hamsterkugel. Also. So, Rinder. Und Zwischensequenz. Kann man auch Trinkspielchen draus machen. Bei jeder dieser Zwischensequenzen. Drink! Genau, Nexus. Jetzt können wir erstmal die Platte da wieder einbauen. In das Loch. Das Loch. Haben wir nicht sogar zwei Platten dabei? Haben wir? Nein. Okay, nur eine. Ach, die andere ist es schon. Okay, na ja, dann. Da müssen wir auch ab dafür. Hin, aber noch nicht. Dann könnten wir das hier auch mal gleich probieren. Erst die Platte. First things first. Ja, wenn man die Türen hier auch kriegt. Na, wenn man jetzt jede Menge neue gravierte Stäbe, wa? Irgendeiner wird's schon sein. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ach, da unten passt rein. Links, genau. Nexus.
So, jetzt haben wir das blaue Dingens. Die Stäbe machen wir später. Also die Türen hier. Jo. Was haben wir noch Schönes? Die Sicherung. Lässt sich damit was tun. Das Stromkabel oder die Batterie. Ha, den wir auch noch. Das Funkenkabel. Das Funkenmariechen. Das Funkenmariechen. Ja, solange ich nicht alle Türen offen habe, würde ich dann ungern die Sicherung rausruppen. Das stimmt allerdings, das ist auch verständlich. So. Geh da mal rein, durch die Schleuse. Ach stimmt, da kommen wir ja wieder in unser komisches Leuchtpult, wo nichts. Genau, da mein. Genau, jetzt haben wir aber einen blauen Stab, dann müsste eigentlich das Ding da auf das Pult passen. Man darf gespannt sein. So. Das passt nicht. Das passt nicht. Das passt nicht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das silberne Zepter mit Loch, warum ging das nicht? Weil das silberne Zepter in einem anderen Level ist. Blauer Stab, den meine ich doch. Genau. Der passt. Ah, guck mal, jetzt waren die anderen. Aus den anderen Löchern fällt jetzt was raus. Mhm. Whack-a-Mole. Genau, und jetzt musste man die irgendwie so bescheuert drücken, dass der fünfte dunkle Kristall dann auch wieder leuchtet. Aha. In einer Reihenfolge, die rein zufällig ist. Leitender Kristall. Ach nee, wenn man sie anfasst. Damit sind alle Kristalle verbunden. Jetzt hast du alle ausgemacht, du Knallkopf. Und nun? Tja. Ach so. Die kann man quasi... Wer stellt das eigentlich in Adventure immer so schön her? Also in der jeweiligen Welt, dass der Held alles wieder zum Reparieren und Zusammenbauen hat. Wer hat zum Beispiel die 5 Platten vom Nexus sorgfältig auf dem ganzen Planeten versteckt? Das habe ich wieder einen Kristall wieder angekriegt. Ja, das Ziel werden wahrscheinlich alle sein, wa? Also diese 3, die da in den Löchern waren, die kann man so hoch und runter schieben. Mhm. Das macht ja nur 6 mögliche Kombinationen. Ach so, man kann die hier einzeln auswählen, die Kristalle. Haha. So, es leuchtet da ganz hell. Jetzt ist er an. Okay, jetzt gehen wir auf den nächsten. Der ist jetzt auch an. Den nächsten. Ist mal bei jedem anders. Mal gucken, wann er heller wird und dann müssen wir den nächsten weitermachen. Jetzt. Okay. Der hier vorne. Whack-a-Mole? Nee. Na doch, wo so die Viecher aus paar Lochplatten hochkommen und du musst immer draufhauen. Aufs Richtige. Jetzt der letzte. Nee, wird schon wieder dunkel. Okay, der hellste Punkt ist hier. Nee, wird auch dunkler. Auch dunkler, also auch hier. Heller, noch heller, noch heller. Jetzt leuchten alle. Zurück. Hat das was gemacht? Ja, sieht man da durch das Fenster diese eine Bahn, da rollt jetzt eine Kugel durch. Aha. Schön, dann sind wir jetzt hier durch. Ja. So. Wo ging denn das hier? Schleuse, da.
schon irgendwie, es zerbricht da jedes Mal was. Ja, das ist auch so ein Kristall, der sich mal aufbaut und dann kaputt geht. Das ist die Schleusentür, ist halt so ein Kristall. Deswegen ist das ein Kristallraum. Why not? Why not Zoidberg? Genau. So, jetzt haben wir hier überall Stroh. So, das Ding ist Museumsbahn. Nee, das wollen wir nicht. Jetzt probieren wir erst einmal die Türen. Die Türen. Wir haben genug Stäbe, wir haben noch genug Türen. Da geht doch noch was. So, hier war ja Strom drauf. Ist da Strom drin? Strom drin. So, jetzt können wir wieder dein Gedächtnis testen. Jo. Warte mal, hatten wir den Purpurnenstab, die Kombination schon? Ja, das war, glaube ich, die allererste. Das müsste grün, rot, rot, grün gewesen sein. Grün, rot, rot, grün. Jo. Dass du dir das merken kannst. Stimmt, das war die erste, die ging. Genau, das war die erste, die ging ja nämlich nicht. That's me, everyone. Das ist ein Stab mit einer Gravur. 5 geometrische Formen. Genau. Das ging nicht. Dann hatten wir den roten. Na, danach kam der rote. Das war, glaube ich, grün. Blau, grün, grün, rot. Ja, so ist er da. Haben wir den jetzt schon? Okay, fangen wir einfach mal hinten an. Ja, genau, wir haben doch genug zum Durchtesten. Irgendeiner. Grün. So. Das ist. Wir können halt Popo ausschließen. Blauer. Ne? Blauer Bohrkubus. Okay. Grüner Klops. Jo. Grüne Pyramide. Jo. Blauer Bohrkubus. Okay. Wohl das hier anders. Nee, Quatsch. Sicherheitshalber nochmal gucken. Das kann sich täuschen. Das erste. Doch, das erste müsste auch ein Kubus sein. Eben. Das fast aussehen wie eine Schneeflocke. Okay. Hast du es gemerkt? Ja. Gut. Das Ding, ey. Das Ding war's. So, was war das zweite? Grüner Klops. Ja, dann? Grüne Pyramide und wieder blauer Kubus. Blauer Kubus. It's a me. So, damit ist das grüne Ding auch durch. Offene Tür, okay. Und dann nehmen wir mal, genau, verschlossene Tür. Hätten wir nur noch eine Kombination übrig. Das wäre dann theoretisch orangefarbener Stab. So. Roter Quader. Rote Pyramide, grüner Klops, roter Quader. Okay. Also roter Quader, rote Pyramide, grüner Klops, roter Quader. Das Ding. Was war das zweite? Rote Pyramide. Das dritte? Oh, glaube ich, der grüne Klops. Ja, das letzte? Ich schwanke zwischen roter Pyramide und roten Klops. Ich glaube wieder rote Pyramide. Warte mal. Das war ein Quader. Roter Quader, rote Pyramide, grüner Klops, roter Quader. Ach so, okay. Quader, Pyramide, Klops. Quader. Ist ja dann nur noch das letzte zu ändern, ne? So, müsste denn nicht so sein. Nichts passiert. Okay, haben wir denn noch eine verschlossene Tür? Hatten wir nicht 5? Warte mal, hier ist erstmal die H. Können wir erstmal. Ah ne, die Platte hatten wir schon drin.
Planetariumbahn, genau, das hatten wir schon. Da waren wir aber, glaube ich, noch nicht, oder? Oder ist das von mit dem silbernen und goldenen Zepter? Das weiß ich nicht, müssen wir gucken. Museumsbahn? Da waren wir schon. Und war das Ding, was wir gerade aufgekriegt haben? Was hier verwirrend ist, wir haben hier ein Kontrollpult direkt neben einer verschlossenen Tür. Da kommt links eine Säule und dann kommt noch eine verschlossene Tür. Aber da ist irgendwie kein Pult mehr dran. Kein Pult dran. Okay. Das ist aber richtig. Nee. Ist das der Quader, der auf der Spitze steht? Ja, das Ding, nur in Rot. Nee, nicht der Bohrkugel, sondern das Ding. Quader, nicht Kupus. Ja, ich müsste das stimmen. Rote Pyramide, grüner Klops in der Mitte. Ja, okay. Nee, dann geht das hier nicht. Wahrscheinlich noch nicht in bester Adventure-Logik. Vermutlich. So, dann gehen wir doch mal durch hier offene Tür. Genau. Hinein damit hier. Hinein! So, sieht ziemlich zerfallen aus, das Ding. Und hier ist ein Knopf, ein Rufknopf. Da drückt er drauf. Und da kommt die Hamsterkugel. So, rein da mit dir. Kugel zu. Faszinierend, wie sehr sie ihre körperlichen Bedürfnisse von eben, wie mal ein Klo oder mal was zu trinken und zu essen, jetzt doch wieder ignorieren. Ja. Wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Es fährt ein Zug nach Gütersloh. Sind wir überhaupt irgendwo ab? Ja, man sieht die Kugel von hinten. Gott, ist das bescheuert. So, jetzt sind wir... Oh, eine Höhle. Wo ein Wasserfall hinten runterläuft. Und der wird von der Sonne so angestrahlt, dass er gülden leuchtet. Höhlenwelten sind nicht für ihre Weitläufigkeit bekannt. Dann sag mal Lara Croft. Achso, da geht's lang. Los, beweg dich, Lo. Höhle. Eine Höhle in einer Höhle. Yo, Dog. So, was haben wir denn hier? Ein bisschen Wand, ganz viel Sand. Und eine Grube. Ach, oh Gott, scheiße. Kannst du buddeln? Nee, ich erinnere mich da an irgendwie ein ekliges Vieh. War das hier? Ja, das kam dann weiter rechts. Ah ja, da kommt nachher noch ein ganz ekliges Vieh. Kammer. Was haben wir denn hier? Öffnung. Wir hätten doch den Zoo 2 zucken sollen. Keine ekligen Viecher. Ah ja. Genau, jetzt sind wir hier in so einem verwachsenen Öffnung. Klappe. Was haben wir denn da drin? Ha! Nochmal 4. Grüne Kristalle. Nee, die man umbauen kann. Was hatten wir? Das war rot,
das Ding, dann... Roter Quader, rote Pyramide, grüner Klops, roter Quader. Genau, grüner Klops, roter Quader. Ah, hier passiert was. Was war die Kombination für das Ding? Das ist eine Vision zu sehen von einer Öffnung. Eine Luftspiegelung, das war's. Ein tolles System. Man braucht die Karte nicht einmal mehr zusammenzufalten, wenn man fertig ist. Jo. Wie gesagt, das Spiel ist von 1995 vor Smartphones erfunden worden. Dass man sich das schreiben musste quasi. Als man noch mitschreiben musste. So, was haben wir denn hier hinten? Geht's hier irgendwo weiter? Und Rollenspiele mit die Automap noch ein revolutionäres Feature war. Nee, hier ist nichts mehr. Klappe? Nur die Klappe. Okay, nur die Klappe. Na dann. Nette Kulisse, eine Klappe, ein Rätsel. Next! Ist hier sonst noch was? Ich gehe jetzt hier mit der Maus gerade wieder alles ab. Das sieht aus wie eine Höhle, wo halt oben die Decke eingestürzt ist. Alles ist so schön verwachsen. Da läuft doch so ein kleiner Rinnsal lang. Und in der Mitte ist halt ein kleiner Teich. Podest. Ach so. Wo dann diese Teile einzustellen waren. Nee, hier ist nicht mehr. Öffnung. Na dann. Eine Linse. Na, seltsam, das stinkt doch nach Lichtbrücke. So, gedrückt halten Knopf. Oh oh, bei dieser Lichtbrücke ist wohl gerade die Garantie abgelaufen. Ja. Nein, dann quetschen wir mal die Linse hier. Nur ein bisschen justieren. Okay, ich muss es vielleicht noch ein wenig justieren. Wenn's beim ersten Mal nicht klappt. Gleich nochmal probieren. Geht nicht. Es funktioniert immer noch nicht. Das wissen wir. So, nochmal die Linse gedrückt. Wenn's beim ersten Mal nicht klappt. Ja. Jetzt geht's. Ah, hier muss die Linse mal senkrecht sein. Toll. So. Na dann. Genau. Latsch. Planetariumsinsel. Karteninsel. Ach, das Ding, das schimpft sich Karteninsel. Okay. Da sind wir aber noch nicht durch. Nee. Das wirkt alles ein bisschen wie ein Adventure-Vergnügungspark. Kartenraum. Wo bin ich denn da durchgelatscht? Das hier plötzlich wieder war. Ach. Das ist abgesoffen, ne? Und hier bin ich noch von links gekommen, ne? Vielleicht. Hä? Bin ich hier nicht hergekommen? Hey, da gab es doch irgendwo ein zugewuchertes Loch, aus dem du krochen kannst. Ja, Doppeldeutigkeiten sind beabsichtigt. Ja, aber hier war doch nichts weiter. Grube, ach, da unten. Denk an das Ekelvieh. Unten links. Ja. Das ist jetzt hier, glaube ich, noch nicht. Das kommt erst ein bisschen später. Hallo, wo gehst du hin? Hä? Weg ist er. Tja.
Wäre auch mal eine witzige Idee für ein Point-and-Click-Adventure, wenn einfach die Hauptfigur abhaut und dich da als Spieler allein stehen lässt. Bringt der Delikt bloß nicht auf komische Ideen. Zum Beispiel mal für eine Zigarettenpause oder so. Kann man. Also ich weiß, dass es hier dann weiter noch nach rechts geht. Oder weigert sich Lo gerade hinzugehen? Na gut, dann gehen wir zurück zur Kammer. Ich gehe in die Kammer und erschlage es mit dem Hammer. Grube. Nochmal Grube. Da scheint unsere Schaufel bald wieder zu anzukommen. Vorsprung. Ja, mehr ist ja hier auch nicht. Dann kommt man zur Bahn. Ah, hier ist noch ein Öffnen. Aha! Genau. Aha, jetzt sind die unten quasi am Wasser. Und da ist direkt in einer Wand am Wasser, also quasi am Ufer hier. Kielufer ist es nicht, aber immerhin. So ein grün, ja, sieht aus wie ein grünes Feld, wo so ein kleines Gitter vor ist, was so pulsierend grün leuchtet. Mhm. So, da gehe ich jetzt mal hin. Erstmal dran, Babbe. Eine Art Licht, das sich nur am Rande der Existenz befindet. Ja, so metaphorisch kann man es natürlich auch ausdrücken. Romantisch. Rammen wir doch da mal die Schaufel rein. Genau. Das wird nichts bewirken. Warum nicht? Versuch's es ja nicht mal. Den Stoßzahn. Das wird nichts bewirken. Ach, Spielverderber. Ja, mehr ist ja hier nicht, ne? Nicht so direkt. Du kannst jetzt mit deinem Licht auch nichts machen, wa? Gehen wir mit der Maus wieder hier alles ab. Hier, seltsames Feld ist aber ziemlich groß. Da ist bestimmt was hinter. Achso, das ist auch noch die Öffnung. Das ist ja seltsam. In dem Cockpit blinkt eine Lampe. Strange. Ja, nee, mehr ist hier nicht. Dann gehen wir wieder zurück. Hier war noch mehr. Oh. Höhle. Da waren wir ja. Tja. Ja, mehr ist ja hier nicht. Dann gehen wir nochmal in die Höhle. Aber was das macht und wo das sitzt, ist auch nicht weiter beschrieben. Ambient Sounds. So, geht's hier noch weiter irgendwie? Ah, ja, es geht noch weiter. Man muss nur ganz, ganz weit nach links an den Rand klicken. Ich wusste, da war noch irgendwo eine Öffnung. Mist. Genau, da gehen wir rein. Genau, da dieses Viech da oben im Hintergrund, das meine ich. Ja, das sieht nicht nur aus wie... Hier ist es so unheimlich, wie in dem Wald hinter unserem Haus, als ich noch klein war. Das sieht nicht nur aus wie eine große Spinne, das ist eine große Spinne. Ein Gitter. Es sieht wie ein verstopftes Gitter aus.
Ja, das müssen wir aber später erst machen. Oder war das gleich? Warte mal. Rammen wir doch mal den Metallstab da rein. Das wird nichts bewirken. Ach so, okay, dann geht das doch erst später. Almighty Shovel. Das bringt nichts. Stoßzahn. Das wird nichts bewirken. Die Fräse vielleicht? Durchsägen? Die 0G-Fräse haben wir nicht mehr. Also. Gitter, ist hier noch sonst noch was? Also nochmal kurzes Update, was wir alles so im Inventar haben. Stoßzahn, Taschenlampe, Kieferknochen. Kieferknochen können wir noch verwenden. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ach, Ihr schade. Verderber. Den Kompass, den gravierten Stab mit den 5 Elementen, die Schaufel, den Metallstab, den Brustkorb, den purpurnen Stab mit den 4 Elementen, die grünen Lebendigkristalle, die gravierte Platte, den roten gravierten Stab, einen orangenen gravierten Stab, einen grünen gravierten Stab, das silberne und das goldene Zepter aus diesem Planetariums-Dingsbums da, Höhlenteil. Jo. So, machen kann man hier nichts. Geht es denn hier noch irgendwo weiter? Ja, es geht noch weiter. Aha. So war das. Weil irgendwo kam nämlich nachher dann auch noch Wasser her. Das hier zum Beispiel. Dieses Wasser. Quelle. Ach, da oben. Er macht noch was. So. Ah, hier oben ist auch ein Gitter. Stimmt. Uah. Durch das Loch strömen Wassermassen nach unten. Ah, hier eine kleine Hütte. Also, dann ist jetzt hier so ein kleiner Wasserfall. Eine nette Quelle hier, ist man jetzt nach oben gestiefelt. Und da sieht man, wie der kleine Rinnsal halt unter einem Stein dann weiter nach unten tröpfelt. Man kann sich auf diesen Stein raufstellen und dann kippt er sich so schräg, dass das Wasser nach links abgeleitet wird und durch ein Gitter fällt. Genau. Ich glaube, wenn man hier direkt aufstellt, da passiert ja nichts, ne? Durch das Loch strömen Wassermassen nach unten. Ach was. Gehen wir hier hin, so. Ach, das geht gar nicht. Wenn ich jetzt hier das Gitter anklicke, geht das auch nicht hin. Dann stellt sich das nur schräg. Durch das Loch Ja, strömen ja, 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 Wassermassen ja. nach unten. So. Dann können wir wieder runter, runter da. So, was haben wir denn hier? Strand. Das ist doch schön. Da gehen wir jetzt mal hin. So, hier sind wir am Strand. Haben wir hier noch irgendwas? Jetzt sag nicht, hier ist nichts. Sehr ruhig und friedlich hier. Also Strand würde ich das jetzt nicht nennen, das ist einfach nur ein Ausgang. Hier haben wir dann ungefähr einen 1 Meter breiten Streifen Sand, bevor das Wasser losgeht, und einen Haufen Felsen. Das ist wieder ein bisschen sehr wenig. Oh, Was ist denn noch nicht verschiedenfarbige mal die Liege Felsen. hin? Ja. Im Hintergrund sieht man so die Sonne, ja, auf- oder untergehen. Schwer zu erkennen. Man weiß es nicht. Wasserfälle?
Ich sehe nix. Tja. Na gut. Mist. Ja, wie mit dem Mist. Hat sich da jetzt irgendwas verändert, nachdem wir da das ganze Wasser reingeschüttet haben? Gleich mal schmulen. Nee. Immer noch das Gitter so. Es sieht wie ein verstopftes Gitter aus. Nichts passiert. So, jetzt gehe ich durch das Nest wieder zurück. Wo geht's hier? Tür. Ach, da. So. Grube. Da gehen wir mal hin. Öffnung. Dann sind wir jetzt gleich wieder in diesem zugewucherten Raum, wo wir gerade diese Vision hatten. Diese Kartenvision. Gehen da durch die Öffnung. Gehen wir nochmal zurück zur Lichtbrücke. Wo geht's denn da jetzt? Na, immer noch zur Mitte. Zum Zentralding. Zum Hub. Genau. Kristallform. Gucken wir uns die mal an. Aha! Die verändert nämlich so ein bisschen ihre Form. So, jetzt nehmen wir hier Lupe und Kristallform angucken. Man kann kaum etwas sehen. Ich glaube, ich kann eine Form erkennen. Tja, raus. So, die Insel haben wir noch nicht. Karteninsel. Die Insel haben wir auch noch nicht. Planetarium, Museumsinsel, Karteninsel. Zwei Inseln fehlen uns noch. So, dann gehen wir mal zurück zur Bahn. Na, endlich quengelt da wieder draußen wieder ein Kind. Ja. War das nicht hier irgendwo? Halt. Hä? Grube, da. Ah, da hinten. Hammer. Vorsprung. Was ist da jetzt los? Und zurück zur Bahn. Nicht. Genau. Nicht. Das heißt nichts und nicht nichts. So, dann gehen wir mal zur Bahn hier zurück. Ist ja noch die Hamsterkugel. Rein in den Nexus. Was ist denn da so Schönes passiert? Ja, jetzt können wir, jetzt brauchen wir nämlich. Ich weiß, dass wir jetzt den Kristall brauchen. Also jetzt haben wir quasi alle Türen auf, die so gehen. Jetzt brauchen wir den Kristall hier unten aus der Sicherung von dem Maschinenraum. Falls du dich erinnerst. Ja.
Genau, die schnappen uns jetzt. So, Licht aus. Jetzt gehen wir wieder nach oben zum Nexus. So, und die Planetariums waren nicht, die kamen ja. Oder kamen die? Keine Ahnung. Irgendwas ist da lang gefahren, aber keiner weiß was wohin. Also in einer Tür kam die Bahn nicht. Die Planetariumsbahn kam aber. Oh Gott. Die kam, okay. Sicher? Da kommt was. Genau, dann ist es die nicht. Nein, du gehst jetzt nicht rein. Wehe, du gehst da rein. Nexus. Dann war das schon mal die falsche Tür. So, bei einem so ein Ding, da fehlt nämlich so eine Energiequelle. Da brauchen wir nämlich so einen Kristall. Die unendliche Schnitzeljagd. Ach, die Säule hat ja immer noch Saft. Siehst du, ganz umsonst hier. Kartenbahn. Durch diese Säule fließen ja, Unmengen an Energie. Ist ja gut, mein Güter. So, Museumsbahn. Ja. Nee, warte mal, Museumsbahn haben wir noch angefangen, ne? Ja, hoch zum Nexus. Stimmt, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. So, dann haben wir hier Planetariumsbahn. Da ist auch da. Jetzt kommt wieder ein Museum, ne? Ja. Müssen wir hier noch eine Tür aufkriegen? Irgendwo. So, irgendwo. Welche Kombination hatten wir denn noch nicht? Grün hatten wir, ne? Ja. Dann hatten wir Orange. Welche Kombination hatten wir, wo diese komische Hologrammkarte kam? Boah, kein Schimmer mehr. Grün-Rot irgendwas? Ich glaube, ich müsste noch das Foto haben von dem Ding, was vorhin nicht ging. Das ist... blauer Quader. Okay, dann ist das Ding. Versuchen wir das doch mal. Also. Blauer. Wie Borgkubus. Grüner Klops. Grüne Pyramide. Und tja, rotes Sechseck. Ha! Das war's. Wow. Jetzt haben wir endlich alle Türen. Jetzt haben wir endlich alle Türen, genau. Und hier müsste jetzt theoretisch gesehen auch noch das Ding sein, wo die Bahn nicht kam. Oder kommt. Genau, hier. Hau mal auf Knopf. Hochknopf. Was passiert? Doch, kommt was. Na gut. Verwirrend. Dann gehen wir da jetzt mal durch. Ja, doch.
Hier, latsch zu, Lo. Ab in die Hamsterkugel. Ja. Wie ist der Hans Zimmer Score? Jetzt fährt die Kugel mal über Wasser lang. Und hält auch über Wasser, aber draußen an. Kurz Blitz. Insel, lasch zu. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Ah, da. Plateau. Also wir latschen jetzt außen an einem Felsen lang, unten ist Wasser. Und gehen jetzt einen, ja, einen Felsweg außen an einem Felsen hoch zu einem Plateau. Zumindest steht das hier. Und er lässt sich dabei Zeit. Also immer noch beleidigt, dass es keinen Hangklo gibt. Und das ist doch dieser sichelförmige, überlappende Mond, genau, den wir vorhin gesehen haben. So, und wie es hier weitergeht, das finden wir dann im nächsten Teil raus. Bis dann. Tschüss. Tschüss.